Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Ich bin's Patricia und ich zeige euch heute, wie ihr diese süße schlafende Wolke aus Formclay machen könnt. Für die Wolke braucht ihr einmal blauen Formclay, pinken Formclay und ein Edding. So, zuallererst nehmen wir uns ein bisschen von unserem blauen Formclay und formen daraus eine Art Kugel. Das Ganze rollen wir dann ein bisschen, sodass sich die ganze Masse auch ein bisschen zusammenfügt. So, das ist jetzt unsere Kugel. Die drücke ich jetzt ein bisschen platt. Das wird nämlich quasi der Körper von der Wolke. Und die Bögen von der Wolke, die machen wir nämlich gleich einzeln einmal drumherum. Also einmal das Ganze ein bisschen platt drücken. Je nachdem, wie platt ihr das Ganze macht, desto größer wird ja auch eure Wolke. So, ich belasse es jetzt erstmal dabei. Die Form kann ich gleich immer noch ein bisschen nachbessern. Und jetzt brauchen wir wieder etwas von unserem blauen Formclay. Und formen jetzt auch nochmal kleine Kügelchen, die wir dann einmal ringsherum setzen, sodass wir dann die Bögen später haben. Das mache ich jetzt erst einmal. So, jetzt nehme ich die Kugeln und drücke die jetzt auch einmal ein bisschen platt. So, das Ganze ist nämlich jetzt hier oben gerade, da wir das ja auch andrücken. Das muss dann also kein Bogen sein, nur nach unten hin, beziehungsweise wenn es oben ist, dann muss der Bogen ja nach oben zeigen. Nur leicht andrücken, damit wir das dann noch verändern können. Ich drücke die kleinen Teile nur ganz leicht an das große Teil, damit man es eventuell auch nochmal besser verformen kann, weil wenn man das einmal ganz fest andrückt, dann reißt man eher das Ganze wieder auseinander, wenn man da noch einmal etwas verändern möchte. Ich glaube, unten werde ich das Ganze eher flach halten, anstatt noch die anderen anzubringen. Weil sonst, glaube ich, könnte das eher stark wie eine Blume aussehen. Jetzt versuche ich das Ganze, also das große Teil einmal an die kleinen Teile so ein bisschen besser noch zu befestigen, indem ich das große ein bisschen drauf drücke und auf die kleinen Teile ebenfalls, so dass man das Ganze einmal verbindet. So lasse ich jetzt das Ganze erst einmal. Und jetzt kommen wir auch zu unserem Wolkengesicht. Dafür brauchen wir jetzt einmal unseren Edding, um einmal die Augen aufzuzeichnen. Da die Wolke ja schlafen soll, werde ich jetzt Augen zeichnen, die zu sind. Dafür versuche ich ungefähr zu schauen, wo die Mitte ist. Und mich dann daran orientieren, wo ich ungefähr die Augen hinzeichnen werde. Wenn ihr euch vertan haben solltet und es nicht so schön findet, könnt ihr natürlich immer noch das Ganze ausbessern, indem ihr einfach den Formclay wieder darüber macht. Bei mir
Es ist aber eigentlich ganz gut geworden. Dementsprechend brauche ich das nicht. So, jetzt haben wir mal schon die schlafenden Augen. Aber ich werde dazu jetzt noch Wimpern zumalen. So, jetzt zeichne ich noch einmal den Mund mit Edding. Meine Wolke lächelt beim Schlafen. Und jetzt kommen wir auch schon zu den Wangen und dafür haben wir unseren pinken Formclay. Und zwar brauchen wir jetzt nur ganz wenig, um die Wangen noch zu formen. Da machen wir auch noch mal ein kleines Kügelchen. Ich schau mal. Das ist schon fast zu viel. Ich drücke das Ganze jetzt ein bisschen platt. Am besten wirklich noch auf dem Tisch machen und nicht auf der Wolke, weil ihr sonst die Wolke platt drückt. Ja, das passt. Und jetzt nochmal für die andere Wange ungefähr genauso viel. So, nochmal darauf legen, um zu schauen, ob das ungefähr gleich ist. Ja, bei mir passt es jetzt. So, und jetzt werde ich das Ganze andrücken, aber nicht zu doll drücken, weil ihr sonst, wie gesagt, die Wolke noch platter drückt. Und ungefähr, ja, ungefähr Mitte des Auges zum Außenrand hin. Da ist eigentlich eine ganz gute Position, aber das ist ja auch abhängig davon, inwiefern ihr die Augen auseinanderzeichnet und wie breit euer Mund ist. Aber ich finde, bei mir sieht es eigentlich so ganz gut aus. Ich mache auch gar nicht viel drücken, weil das so wenig Masse ist. Das hält schon direkt so. So, und fertig ist unsere schlafende Wolke. Wenn ihr diese schlafende Wolke auch so niedlich findet wie wir, dann lasst es uns doch gerne in den Kommentaren wissen, gebt dem Video doch auch gerne einen Daumen nach oben und damit ihr auch in Zukunft kein Video mehr verpasst, abonniert doch gerne kostenlos unseren Kanal. Bis bald!